Servus! Heute gibt es aus dem frischen Spinat von der Wegwarte in Koblach Spinat-Käsknödel. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Wir brauchen altgebackenes Brot, gewürfelt, also hier kann man wunderbar die Reste nehmen, die überbleiben. Zwiebeln, gehackt, Käse, grob gehobelt. Funktionieren auch wunderbar, Reste. Und hier haben wir den Spinat, der ist blanchiert, also kurz überkocht. Den nehmen wir jetzt und hacken den. Weiters brauchen wir Milch, Eier und Butter. Da haben wir etwas Butter in der Pfanne, da werden jetzt die gehackten Zwiebeln angedünstet. Das nimmt den Zwiebeln die Schärfe, aber nicht rösten. Mischen wir das mit Milch ab. Nehmen das Brot, geben das in eine größere Schüssel. Dann kommt hinein der gehackte, blanchierte Spinat, die Eier. Den Käse und die Milch mit den Zwiebeln. Jetzt schmecken wir es etwas ab mit der Salz-Pfeffer-Mischung, heben alles gut untereinander. Alles gut vermischt und was jetzt wichtig ist, raschen lassen. Wirklich mindestens eine halbe Stunde lang raschen lassen, damit die Flüssigkeit ins Brot einziehen kann. Ja, jetzt ist der Semmelteig eine Stunde lang hat der gezogen. Jetzt schauen wir, die Konsistenz ist perfekt. Wichtig auch noch probieren, je nachdem nachwürzen in unserem Falle. Ist alles bestens. Jetzt werden Knödel gemacht. Immer mit nassen, kalten Händen. Dann nimmt man die Masse, drückt sie an. Und macht schöne runde Knödel. Wieder die Hände nass machen. Die Knödel sind jetzt fertig und ich gebe sie in den Dampfgarer bei 100% Feuchtigkeit und 100 Grad für 20 Minuten. Wer keinen Dampfgarer hat, bitte auf einem Siebeinsatz in einem Topf voll Wasser garen. Spinatknödel sind fertig. Wir essen sie mit einer Tomatensauce. Die Tomaten kommen aus meinem Vorratskeller. Etwas flüssige Butter darüber und schon fertig ist ein Mittagessen. Auch gut sind sie in eine Gemüsebrühe als Suppeneinlage. Jetzt wünsche ich viel Freude am Tun. Bis bald und bleibe gesund.